Moin. Prävention ist, denke ich, eigentlich die Grundlage jeder medizinischen Betreuung. Denn wir möchten ja eigentlich Gesundheitsrisiken rechtzeitig erkennen und möglichst frühzeitig dagegen etwas unternehmen. Denn eine Krankheit zu behandeln, ist meistens schlechter, als sie erst einmal zu vermeiden. Da sind Hochleistungsathleten natürlich in einem besonderen Risiko durch ihren Sport, aber auch natürlich der Normalbürger, der vielleicht nicht weiß, wie er sich bewegen soll, er ist bereit dazu, Sport zu treiben, weiß aber nicht wie. Hat keine Beratung, keinen Trainer, tut das aus sich heraus. Und da denke ich, ist der Ansatz einer grundsätzlich erstmal intensiven Analyse der wichtigste, um von dort ausgehend dann die individuellen Ziele auch festzulegen und auch erreichbar zu machen. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Konzern auch für die Gesunderhaltung steht. Das heißt, wir sind zwar ein großes Krankenhausunternehmen, haben aber intern auch erkannt, dass eben die Prävention doch die bessere Medizin ist und mindestens ja Bestandteil in der gesamten Betreuung eines Menschen hat. Hast du es denn sonst beim Treppensteigen zum Beispiel noch? Nee. Oder Treppenlaufen? Nee, ich gar nicht mehr. Also das ist gut. Sowohl Meniskus, wir gucken uns Klinisches noch an, aber vom Beschwerde sowohl Meniskus als auch Patellaspitzensyndrom momentan bei dir ohne Problematik. Ohne Problematik, sehr schön. Das ist auch gut. Asklepios ist hoch interessiert, eben diesen Bereich eben mit zu betreuen, weil wir auch denken, dass wir dort als einer der Marktführer in Hamburg auch eigentlich das optimale Portfolio bieten können. Natürlich ist es immer gut, auch ein junges Potenzial an Athleten betreuen zu dürfen. Das setzt Signale an andere und das ist von unserem Gesellschafter Dr. Breumann ja ein großes Ziel, die Prävention weiter oder die Präventionsenergie weiterzutragen, auch an den Hobbysportlern, an den Freizeitmenschen. Ich glaube sehr, dass das Zeichen, was von Spitzenathleten ausgeht, ein vielfältiges und zwar sehr stimulierendes ist. Und zwar zum einen die hochgradige Disziplin, die ein Leistungssportler an den Tag legen muss, neben Schule, Studium, Beruf, zweimal täglich ein Training pünktlich einhalten zu können, Leistungen abzurufen, die auf den Punkt abzurufen sind, viele Entbehrungen hinzunehmen, um ein Ziel zu erreichen. Das heißt, es stellt die mentale Stärke, den Körper erhält ihn gesund. Und ich denke, dass der Hobbysportler von diesen Zielen und dem Engagement auch verzichten zu können für letztlich einen gesunden Körper, für eine gesunde Zukunft, aber eben auch vielleicht um Ziele, selbst im privaten oder beruflichen Sinne zu erreichen, nachzugeben und die richtigen Wege zu gehen. Fazit für ihn ja auf jeden Fall. Also muss man sagen, natürlich als Spitzensportler dieser Kategorie bringt er das, was ich von ihm erwartet habe. Wir sehen uns. Na klar, gerne. Ich komme nach Hause. Also danke, gleichfalls. Ruf an. Ja. Tschüss.